So, guten Morgen zusammen. Was schön war, was in letzter Zeit, wo wir auch bemerkt haben, dass eben diese Predigten, die wir so gemacht haben, in letzter Zeit auch irgendwie durch einen Unabhängigen letzte Woche bestätigt worden sind, dass es eigentlich die richtigen Themen waren, die drankommen sind bei uns. Und der eigentlich nichts gewusst hat, um was das es bei uns geht, was wir machen und sich einfach leiden gelassen hat. Und eben Themen war, die der Herr eben bestätigt genommen hat und auf unser Herz gelegt hat. Ich glaube auch, wie wir als Älteste zusammengesetzt waren, am Montag hat uns der Herr einiges gezeigt. Aber da will ich näher erst nach der Predigt darauf eingehen. Mein Thema heißt ja Wahrheit im Innersten. Und es gibt Wahrheiten in uns drinnen, die gut sind, die schlecht sind, die wir als Wahrheiten annehmen, aber halt keine Wahrheiten sind. Und so sagt der Herr im Psalm 51,8: Sieh, du verlangst nach Wahrheiten im Innersten. So lass mich im Verborgenen Weisheit erkennen. Da sagt der Herr da. Und ich habe einen Spruch gelesen von Wilhelm Busch. Der hat mal gesagt, wenn über eine dumme Sache endlich Gras gewachsen ist, kommt sicher ein Kamel gelaufen, das alles wieder runterfrisst. Also wir denken da immer so, verbuddeln das einmal und lassen da was drüber wachsen. Aber irgendwie wird es dann immer wieder ausgegraben und kommt immer wieder hervor, weil es nie abgelegt worden ist, nie weg ist, so richtig von uns. Darum habe ich heute ein paar Themen, die ich ansprechen will. Ich glaube, es geht nicht nur uns was an, es geht vielen Gemeinden was an, weil, wo wir auch schon gemerkt haben, wenn wir unterwegs waren die letzte Zeit, die Pia und ich, glaube, es ist überall so ein gewisses Problem in den Gemeinden. Und erst möchte ich mal so einen Blick auf Jakobs Familie werfen. Und die Familiengeschichte ist sehr interessant und auch sehr lehrreich für uns. Da waren die 10 Brüder, die sich mitten in der Hungersnot aufgemacht haben nach Kanaan und von Kanaan aufgemacht haben nach Ägypten, um Korn zu kaufen. Sie waren sehr hungrig und verzweifelt, können wir lesen. Und wenn man so denkt, man ist hungrig und verzweifelt, dann denkt man oft, ja, schlimmer kann es ja nicht mehr kommen, aber es kam noch schlimmer für die. Also das Schlimme ist da geworden, bis sie den zweitmächtigsten Mann der Ägypten kennengelernt haben, der sich dann also der dann hervorkam, dass es eben der Josef war. Und ich glaube, da hat sie ihnen endgültig die Sprache verschlagen, wie sie da hingekommen sind. Denn ihr wisst ja, wenn ihr das gelesen habt, vor vielen Jahren haben sie ihn als Sklaven verkauft. Und dachten bestimmt längst, dass er schon tot wäre. Und wenn man das so sich in so hereinversetzen kann und man kommt da hin und sieht dann, den, wo ich was Schlechtes getan habe, der hockt jetzt auf einmal da ganz vorne, der hat Riesenmacht, dann denkt man sich oft, oh, jetzt ist Zahltag. Jetzt bekomme ich das zurück, was ich dem angetan habe. Denn sie merkten natürlich, dass sie absolut abhängig waren von der Gunst vom Josef. Von dem, was er jetzt machen würde, ob er sie hungern lässt oder ihnen was zu essen gibt oder etwa vielleicht noch schlimmer. Er hätte ja alles mit ihnen machen können in seiner Position. Und sie merkten eigentlich einfach, dass er jetzt dem so ausgeliefert waren, wie Josef damals ihnen ausgeliefert war. Sie konnten nichts mehr tun. Vielleicht dachten sie ja, rächt er sich jetzt an uns? Was macht er jetzt mit uns? Und wenn wir so in der Welt sind, können wir schon verstehen, ja, dass sie das auch gedacht, dass wir auch das so denken. Unsere Denkweise ist oft so. Ich glaube, die weltliche Denkweise ist einfach, Rache ist süß, ja. Wir gehen, denen geben wir es jetzt richtig zurück. Und ich glaube, oft bei der Christenheit ist es auch nicht viel anders. Da ist es oft,
Ich gebe mal richtig fett zurück, wenn wir ganz ehrlich zu uns sind. Doch was hat er gemacht? Was hat Josef gemacht? Und dann stelle ich euch die Frage, was hätten eben wir gemacht, wenn wir in seiner Position gewesen wären? Hätten wir vergeben? Hätten wir alles hingelegt? Und im 1. Petrus 5, 8 bis 9 heißt, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann, dem widersteht fest im Glauben. Und denkt ihr vielleicht, ja, was soll jetzt die Bibelstelle mit dem zu tun haben? Ja, aber ich glaube, genau in dieser Phase, wo man da ist, in dieser Rachephase, in diesem Gefühlschaos, da kommt der Feind, ja, und brüllt und geht um und wen er verschlingen kann. Gerade in dieser Situation, in dieser Gefühlseinstellung kann er oft Menschen verschlingen. Ich glaube, die zweitgrößten Feinde in unserer Seele sind die Sünde und der Teufel. Und die Sünde ist einfach der schlimmste Feind in unserem Leben. Und ich glaube, das ist auch das Einzige, was der Feind tun kann, um uns zu zerstören, ist uns zur Sünde zu bewegen und uns von der Umkehr abzuhalten. Da denkt er ja, was hat das jetzt mit dem, ja, Josef zu tun? Wenn jetzt Josef anders gehandelt werde, ja? Denn nicht vergeben ist Sünde, ihr Lieben. Wenn wir nicht vergeben, sündigen wir am Herrn. In Matthäus 6, 14 bis 15 sagt der Herr, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer Vater, himmlischer Vater, euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlung nicht vergebt, so wird er euch euer Vater eure Verfehlung auch nicht vergeben. Also der Herrn war es sehr wichtig, dass wir vergeben. Auch bin ich ganz sicher, dass das eines der größten Übel in den Gemeinden ist, diese Unvergebenheit gegenüber anderen. Denn in der Gemeinde passieren auch Verletzungen. Und da ist keiner gefeit davor, dass mal ein komisches Wort fällt, dass mal jemand beleidigt wird, dass mal jemand schief angeschaut wird. Wie auch immer, dass Verletzungen passieren. Und das sind wir nicht gefeit als Christen oder auch in der Gemeinde. Doch es liegt an uns. Wir entscheiden uns, wie wir mit der Situation umgehen. Nicht der Feind, nicht der Teufel entscheidet, sondern wir haben das in der Hand, zu sagen, wir vergeben oder vergeben nicht. Ein anderes Thema. Genauso bauen wir unser Leben oft auf Lügen auf. Manchmal schleppen wir Menschen eine lange Zeit Schuld mit uns herum und setzen alles daran, sie vor anderen geheim zu halten. Unsere Schuld. Das ist so wie das Kamel, das Gras dann runterfrisst. Wir versuchen irgendwas zu vertuschen, aber es funktioniert eben nicht. Aber dabei, in der Situation, bauen wir immer mehr unser Leben auf Lügen auf. Wir verstecken das oft hinter einer Maske. Und unser Verhalten ist dann oft ganz seltsam. Und andere Menschen verstehen uns dann oft nicht, wie wir uns verhalten. Wir lehnen aber in der Situation, wo wir da so sind, bestimmte Verhaltensdinge in unserem Leben ab. Wir merken das schon selber, dass wir da unzufrieden sind. Und deshalb werden solche Menschen immer unterbewusst diese Dinge bei anderen Menschen bekämpfen. Also die werden immer rumgehen und mit dem Finger zeigen, du, weil das ablenkt von sich selber, von seiner Schuld und zeigt immer die Schuld der anderen. Die ist dann meistens viel, viel größer und das ist so eine Erleichterung für einen zu sehen, boah, der ist ja noch schlimmer wie ich, ja. Aber meine Maske kann ich gut aufrechterhalten. Aber Jesus sagt zudem in Matthäus 7, 3 bis 5, was siehst du aber den Splitter im Auge deines Bruders und den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?
Oder wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen. Und siehe, der Balken ist in deinem Auge. Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deinem Auge deines Bruders zu ziehen. Es geht nicht, dass wir Fehler oder wenn wir sehen bei anderen, dass da was nicht stimmt, ansprechen dürfen. Aber der Herr sagt, räume erstmal bei dir auf. Fang erstmal bei dir an. Und es geht auch nicht, dass wir erst perfekt sein müssen, ja, und irgendwo alles erledigt haben müssen, sondern es geht, wie wir uns ehrlich zu uns sind, wie wir im Innersten, wie ich gesagt habe, die Wahrheit im Inneren mit uns redet und erkennen, da passt was nicht und ich suche da Hilfe bei irgendjemandem und bin da dran, an diesem wirklich zu, das wegzubekommen, ja, da zu arbeiten, dass es wegkommt von mir. Also du musst noch nicht perfekt sein, aber du musst es sehen in dir, wenn was nicht stimmt. Und nicht eben mit dem Finger auf anderen zu zeigen und bei dir ist das größte Chaos in deinem Leben. Und oft ist es halt auch so. Und solche Menschen fühlen sich oft moralisch überlegen. Sie fühlen sich so und es kommt auch im Verhalten raus. Und die kritisieren auch immer andere. Solche Menschen hinterfragen alles und jeden. Und die meinen auch, sie wissen alles besser. Weil sie immer auf die anderen schauen und immer weg von sich lenken wollen und auf andere schauen. Das Hinterfragen ist eine gute Intention. Ja? Der Herr sagt ja auch, wir sollen hinterfragen, wenn ich jetzt hier vorne stehe und was predige am Wort, hinterfragen, passt das alles und so. Aber wenn das einfach so zu einem Kritikgeist wird, dann ist es eben schlecht für dich, schlecht für die Gemeinde, schlecht für das Zusammenspiel in der Gemeinde. Wenn wir auch so eben gerade Mose jetzt, wo wir heute in der Früh gehört haben, anschauen, er war sehr nah am Herrn. Die Israeliten waren das nicht. Und der Mose war weg und die Israeliten meinten immer, sie wissen alles besser. Ja? Mose war kaum ein paar Tage weg, zack, goldenes Kalb. Wir wissen das besser, wir brauchen das und das. Und so oft ist es eben auch in der Gemeinde. Ja? Viele sitzen drin und meinen, das wissen immer alles besser, haben aber den halben Blick nur auf das Ganze. Und das ist dann sehr schwer, eben dem Zusammenleben eben in der Gemeinde, ob das Zusammenleben ist oder in Situationen den Menschen gegenüber. Dann gibt es ein Thema, eben diese Opferrolle in der Gemeinde. Viel zu oft sprechen Menschen mit Dritten über das, was ein anderer ihnen angetan hat. Aber sie sprechen eben nie mit dem Betroffenen selbst, weil sie gar keine Klärung wollen im Endeffekt. Und die Rolle des Opfers kann ein großer Gewinn sein in seinem Leben. Keine Verantwortung für sich selber, für das eigene Leben und für die eigenen Gefühle zu übernehmen. Wenn wir immer in der Opferrolle sind, sind immer die anderen ja schuld und immer der ist schuld, warum ich so bin und der ist schuld, warum ich so bin. Und wenn der sich mal ändert, dann kann ich mich ändern. Das ist so die Opferrolle, was in der Gemeinde auch passiert. Aber wenn man in einer solchen Rolle ist und da drinnen steckt, das bindet und kostet viel, viel Lebenskraft, die er eigentlich bräuchte für die aktuellen Herausforderungen in seinem Leben. In solch einer Situation kommt er nicht vorwärts, er bleibt stecken, er resigniert. Wie gesagt, er gibt immer den anderen die Schuld. Die sind schuld, dann werde ich ganz anders. Wenn der nicht wäre, werde ich ganz anders. Ja? Aber die Folgen, egal wie ich sehe oder egal wie ich es drehe, sind immer die gleichen. Es führt zu vergifteten Beziehungen, zu fehlenden Freiheit. Und die Freiheit eben, die fehlende Freiheit, das eigene Leben zu gestalten und im Sinne Gottes endlich mündig zu werden. Und ich denke, alles das ist ein riesiger Preis, den wir zahlen, wenn wir nicht aus dieser Opferrolle rausgehen, was nicht gut ist. Und da passt ein guter Bibelspruch dazu. Ich lese ihn jetzt mal in der Schlachter vor und dann lese ich nochmal in der Hoffnung für alle. Und da werdet ihr ein bisschen sehen, dass ein Unterschied. Ja?
Also Schlachter sagt, wer Hass verbirgt, hat Lügenlippen. Und wer Verleumdungen austrägt, ist ein Tor. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber. Das Herz der Gottlosen ist wenig wert. Die Lippen des Gerechten weiden viele über die Toren, aber die Toren sterben durch Unverstand. Und jetzt lesen wir es einmal in der Hoffnung für alle. Da heißt es, wer seinen Hass versteckt, ist ein Heuchler. Und wer andere hinter ihrem Rücken verleumdet, ist hinterhältig und dumm. Wer viele Worte macht, wird sicher schuldig. Darum hält der Kluge sich zurück. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Die Gedanken der Gottlosen dagegen sind ohne Wert. Ein rechtschaffener Mensch baut viele auf durch das, was er sagt. Ein Narr aber zerstört sich selbst durch seine Dummheit. Das ist schon ein bisschen genauer, ne? Und ich glaube auch so, dieses passt zu dem einen, was ich jetzt eigentlich gerade am Anfang auch gesagt habe, gell? In die Opferrolle, in das über andere zu reden, hinterrum zu reden. Dieses Ganze passt eben dieses ganz gut dazu, dieser Vers. Auch müssen wir lernen, wahrzunehmen, auch da, wo es vielleicht auch wehtut in unserem Leben. Und da schauen wir nochmal auf den Josef, auf seine Situation. Wie die 10 Brüder wieder gekommen sind zu ihm. Er war ja schon jahrelang da in Ägypten, hat sein Leben aufgebaut. Und wie dann die Brüder gekommen sind, ist er wieder konfrontiert worden mit seiner Situation oder was damals war, mit seiner Vergangenheit konfrontiert worden. Vielleicht hat er es vielleicht nochmal durchlebt, das Ganze, was passiert. So wird es jetzt auch uns gehen wahrscheinlich. Und was sie ihm alles angetan haben. Und das war ja auch nicht ohne. Er hatte auf diese Situation ja Angst um sein Leben gehabt und war total abhängig von seinen Brüdern, was sie da machen. Und ich glaube, auf jeden Fall hat er mit sich selber geringt in dieser Situation. Und wenn man das auf heute so umtun, ich glaube, da hätte er richtig Seelsorge gebraucht, monatelang. Also der hätte alles Mögliche, wer hat es bei uns gegeben, dieses Aufzuräumen, Vergangenheit, alles dieses diese Trauma und das Ganze wirklich zu bewältigen, das, was er da erlebt hat. Aber was war mit Josef? Und so in dieser Situation, wo er das erlebt hat, wo die wieder gekommen sind, sind ja seine Gefühle hochkommen, ja? Denke ich. Und Gefühle ist der schlechteste Motor für unser Handeln. Wenn wir Gefühle nehmen, ja, da gehen wir von 0 auf 100 in 2 Sekunden. Also wenn wir da hingehen, da kommen wir gar nicht mehr hin mit dem Lenker und mit irgendetwas, da geht es einfach voll voran und meistens, wenn wir nach den Gefühlen gehen, entweder verletzen wir Menschen, es wird nichts Gutes dabei rauskommen, es wird vielleicht noch mehr Schaden anrichten in der Situation. Und darum sollten wir alle im Geist reagieren und agieren. Aus dem Geist heraus handeln. Und ich glaube auch da, dass wirklich der Gott bei Josef war in der ganzen Situation und er schon diese Jahre, was er da bewältigt hat, schon wirklich das alles im Herrn hingelegt hat, da wirklich seinen Frieden gefunden hat in der ganzen Situation. Denn wir lesen auch, wenn wir so auf unser Herz horchen, auf das, was unser Herz jetzt gerade sagt, in Jeremia 17,9, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und ich glaube, darum müssen wir echt aufräumen in unserem Leben. Was uns immer noch beschäftigt und uns immer noch festhält. Damit wir endlich loslassen können und freikommen von dem. Wie Josef. Der Josef war frei. Wie er seinen Brüdern begegnet hat, war es erledigt, diese ganze Situation. Das sehen wir ja auch später in seinem Handeln. Weil wenn wir in der Situation eben stecken, in diesem Gefühlschaos, das wirklich das motiviert uns zu Handlungen,
die wir vielleicht manchmal selber gar nicht verstehen, uns danach leid tun. Aber genau, aber dahinter eben steckt, hinter diesen Handlungen steckt eben diese ganz, ganz tiefe Verletzung, die wir durchmacht, die wir vielleicht durchgemacht haben und wir, die wir nie abgegeben haben und nie losgeworden sind. Ich kann Gott eben nämlich bitten, dass er sie mir bewusst macht und von mir wegnimmt. Oder ich kann mich entscheiden, diese Verletzung zu kultivieren, festzuhalten oder sie eben Jesus hinzuhalten, damit er sie heilt, diese Verletzung. Jesus ist der Heiler, er ist der Heiland, er ist der Versöhner, er ist das Macht, der unser Herz verändern kann, er ist derjenige, der uns Frieden geben kann. Und ich glaube auch, je besser ich mein neues Leben, das ich mit Jesus angefangen habe, mit allem Guten und auch mit dem Schmerzhaften, was ich erlebt habe, verstehen lerne, desto freier kann ich in die Gegenwart leben und die Zukunft für dich und für die Gemeinde gestalten. Denn die Wahrheit im Innersten macht nämlich frei. Und diese Situation kommt eben darauf an, wie gehen wir wieder mit dieser Situation, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, der Feind kann uns viel hingeben, was machen wir aus diesen Situationen? Der Feind kann Menschen schicken, die uns verletzen, die uns ganz übel wirklich mitspielen, aber was machen wir aus dieser Situation heraus? Es ist unsere Aufgabe zu entscheiden, wie gehen wir um in diesen Situationen? Dann müssen wir Mut haben zur Konfrontation mit unserer eigenen Schuld, mit unseren eigenen Verletzungen zu begegnen, eben erfordert Mut. Also dahin zu gehen, das anzusprechen, damit umzugehen, das fordert Mut auf. Auch mit Schuld, wo wir vielleicht Schuld aufgeladen haben, damit umzugehen, erfordert Mut. Und Josef, wenn wir auf Josef schauen, auch Josef brauchte da Mut. Und er brauchte einen Schutzraum dort dafür. Um seine Maske, diese harte Machthabe, endlich fallen zu lassen. Und er hat viele Vertraute um sich herum gehabt in der Zeit, auch die engsten Mitarbeiter. Doch was macht er, wo seine Brüder kommen? Er schickt sie alle raus. Die mussten alle rausgehen. Das war nur eine Sache zwischen ihm und seinen Brüdern, was er da machen wollte. Das lesen wir in 1. Mose 45, 1 bis 5. Da konnte sich Josef nicht länger bezwingen vor allen, die um ihn herstanden und rief, lasst jedermann von mir hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, als Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab. Und er weinte laut, sodass die Ägypter und das Haus des Pharaos es hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber seine Brüder konnten ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Da sprach Josef zu seinen Brüdern, tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen, ich bin Josef, euer Bruder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch gesandt. Boah. Die Frage, was hätten wir getan, was ich am Anfang gesagt habe? Hätten wir gesagt, macht euch keine Sorgen. Ihr habt mich zwar da in die Grube und habt mich verkauft und habt für alles Mögliche gemacht, macht aber euch keine Sorgen. Hätten wir das gesagt in dieser Situation? Josef wollte keine Rache. Wie hat er das geschafft, den ersten Schritt zur Versöhnung zu gehen? Wir hätten gesagt, jetzt entschuldigt euch mal erstmal bei mir, ja, und dann gucke ich mal, ob ich das so weit annehmen kann. Er hat den ersten Schritt dahin gemacht. Er hat nicht verlangt, entschuldigt euch und das war alles Käse, was ich da gemacht habe. Hat nicht auch wieder Vorwürfe gemacht. Ja. Wisst ihr, was ihr mir überhaupt alles angetan habt? Wisst ihr mal überhaupt, was ihr gemacht habt?
Wisst ihr, Josef war frei. Josef hat sie frei gemacht vor dieser ganzen Situation und dem, was er erlebt hat, von diesen Verletzungen. Und er konnte eben nicht, konnte es eben nicht aus dieser Verletzung heraus zu reagieren, sondern er konnte aus Freiheit heraus reagieren. Und ich bin sicher eben, dass er auch erkannte, er konnte den Zusammenhang sehen, alles was passierte, führte im Endeffekt zu seiner Berufung in seinem Leben. Es war alles vorausbestimmt, was passiert ist. Und es führte ihn dahin, wo er jetzt stand, in seiner Berufung. In Römer 8, 28 steht, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir können oft Gottes Wege nicht verstehen. Und wir können auch, wenn wir was durchmachen müssen, Verletzungen, egal was uns auch passiert in unserem Leben, nicht verstehen, warum und wieso und weshalb das jetzt passiert ist. Doch uns muss klar sein, dass alles, was uns passiert, uns zum Besten dienen wird. Diese Einstellung müssen wir haben. Ob wir aus dieser Situation lernen, ob wir aus dieser Situation zu lernen, umzugehen mit solchen Dingen, ob wir da lernen, ja, mit anderen nicht so umzugehen, wie Menschen mit uns umgegangen sind, egal was, ja, für was uns dann der Herr braucht, in was für eine Berufung er uns führen will, dient das alles dahin, in unsere Berufung. Lasst uns da wirklich die eigenen Lügen entlarven, die uns immer wieder was anderes sagen wollen. Und lasst uns auf den Herrn schauen, dass alles, was in unserem Leben passiert, uns zum Besten dienen wird. Ich habe es gerade schon gesagt, habt ihr das gemerkt, eben wie Josef immer wieder seine Brüder ermutigt hat, eben keine Sorgen machen sollen, dass alles gut ist? Denn ich glaube oft, wenn wir was verbockt haben oder irgendwas gemacht haben und der Mensch das auch gemerkt hat, macht er sich selber schon die Vorwürfe. Hätte ich mich doch bloß anders verhalten, wie konnte ich eigentlich nur so sein? Hätte der andere doch, dann hätte ich nicht. Ja? Also die Fragen stellen wir uns doch alle, wenn irgendwas war. Warum habe ich denn das gemacht? Also ein Mensch, der war wirklich so in einer demütigen Haltung und merkt, okay, da war ich jetzt wirklich kacke, ja? Der macht sich selber schon genügend Vorwürfe. Und dann noch hinzugehen und dann nochmal drauf zu drücken, nochmal rein zu drücken, liegt er schon am Boden, ja, nochmal drauf, ja. Dieses andere Mentalität, das die Welt hat, was wir gerade in der Gemeinde ablehnen, als Christen. Und denkt man, auch immer zu Josef anschauen oder zu Christus anschauen. Jesus ins Zug schreibt, Jesus ins Zug schreibt, Jesus hat ins Zug schreibt, Jesus hat ins Zug schreibt. Und wenn wir sehen, was er sich verfolgt, was er sich verfolgt, was für Stimmen war, dann können wir auch an Jesus, dann können wir auch an Jesus sehen. Das sieht Jesus nicht mehr, das sieht Jesus nicht mehr, das ist alles, 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 das hat ihn dreimal geopfert. Er hat ihm nicht mehr den Finger gezeigt. Beklagt jeder, der sich in diese Fragen stellt, merkt eben, dass er sich getäuscht hat. Wie er eben mit den Menschen umgegangen ist, weil er irgendwo sich schuldig gemacht hat. Und er merkt es auch in sich selbst, dass es nicht gut war. Wenn man da in der Selbstlüge ist, in der Situation, und da nicht rauskommt, eine Selbstlüge ist viel, viel schlimmer für einen selbst, wenn man angelogen wird von jemand anders. Aber wenn man angelogen wird von jemand anders, dann kann man mit umgehen, aber wenn man sich selbst belügt, ja, in vielen Dingen, dann da rauszukommen aus dieser Lüge, zu erkennen, dass es ja Lüge ist, ist ja schon erstmal ein Weg dorthin, dass man Lügen auf Lügen auf den Leim gegangen ist, ja, sich selber.
das zu erkennen, ja, ist ja schon sehr, sehr schwierig. Aber der Herr sagt eben, wir müssen da nicht stehen bleiben. Lass uns da wirklich bekennen, dass wir eben frei werden von solchen Gedanken. Gott hinlegen und schauen, was dabei rauskommt. Wir wissen, dass Gott alles zum Besten dienen wird. Wie wir schon gesagt haben, Josef und Petrus blieben eben nicht da stecken. Sie wurden frei wieder. Petrus konnte wieder seinen Dienst machen. Jesus war nicht in Selbstvorwürfen, in Selbstdinge gefangen in seiner Ding, sondern war wirklich frei von dem. Und ich glaube auch, die Reaktion von Jesus und oft die Reaktionen von Menschen, auch gegenüber den Brüdern von Josef, da wird es dir leichter, frei zu werden von dem, wie wenn der andere nochmal eben dir nochmal Schuld drauflegt. Und um das geht es oft in einer Gemeinde. Die Wahrheit befreit uns zu einem Neuanfang. Wenn Lügen, wenn Dinge wirklich so die Sachen nach vorne kommen, hingelegt werden, können wir einen Neuanfang wagen. Wenn Menschen sich selbst und einander vergeben, kommt neue Freiheit ins Leben und in die Gemeinde. Und wenn wir schauen nach dieser Aussprache mit Josef, wo er mit seinen Geschwistern gehabt hat, mit seiner Familie, hat er seine Familie eingeladen, eben nach Ägypten zu kommen, zu ihm zu kommen. Und ich glaube, das war so der Start eben eines Neuanfangs mit seiner Familie. Und ich glaube, das will auch der Herr in den Gemeinden, Neuanfänge. Dass die Gemeinden neu anfangen, neu in Herrn alles hinlegen, von Grund auf alles neu zu machen, neues Fundament zu legen, wirklich darauf aufzubauen, nicht mehr auf Lügen aufzubauen, auf irgendetwas zu verstecken, sondern in Freiheit zu kommen, wirklich das oft zu offenbaren, was nicht gut ist, wo der Feind uns aufhalten will, Schritte voran und weiterzugehen. Und das ist sein liebstes Ding, dass Gemeinden nicht vorangehen. Und wenn man sieht dann, wie alt Jakob war und ist dann nochmal in seinen alten Tagen darübergegangen nach Ägypten und hat da einen Neuanfang gewagt, spricht das schon Bände. Um eben ein neues Leben zu beginnen, muss ich mein altes loslassen. Darum ist es nicht gut, dass wirklich neu, wenn die Menschen ein neues Leben bekommen haben vom Herrn, sich immer noch am alten Leben so festhalten und schauen, was ist denn da, war alles scheiße, da war alles kacke. Nein, du hast ein neues Leben und jetzt kann alles neu beginnen und neu sein. Und wenn du das machst, kannst du einfach mit einem leichten Gepäck unterwegs sein und musst nicht schwere Steine hinter dir reinschleppen und so ganz mühselig vorangehen. Lass das hinter dir, das alles, was im alten Leben war, und fang neu an, mit leichtem Gepäck. Nimm nicht so viel mit. Ich sage es immer zu meiner Frau, nimm nicht so viel mit, das müssen wir alles wieder heimtragen. Ja? Also lass das Gepäck gehen, was ihr nicht unbedingt braucht, sondern nehmt nur das mit, was ihr für den neuen Weg mit dem Herrn braucht. Was natürlich der Vorteil war, eben bei Jakobs Söhnen, sie konnten das alles noch in Lebzeiten bereinigen. Und da, wo eben diese Schuld nach vorne kommt, aus dem Weg geräumt wird, entsteht auch wieder eine neue Gemeinschaft, ein neues Miteinander. Wie gesagt, es kann sein, dass Gott zulässt, dass der Feind uns heftige Schläge versetzen kann, wie bei Hiob. Oder er kann uns sogar töten, der Feind, wie in Smyrna. Ja, in der Gemeinde Smyrna, Offenbarung 2,10 steht es, fürchte nichts von dem, was du erleiden wirst. Siehe, der Teufel wird etliche von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Drangsal haben, 10 Tage lang. Sei getreu bis in den Tod, so werde ich dir die Krone des Lebens geben. Also der Feind kann uns drangsalieren und Gott lässt es auch oft zu und sagt, ich prüft. Prüft euer Herz. Prüft es, was war. Aber was der Teufel eben nicht kann,
uns verdammen oder unser ewiges Leben berauben. Das kann er nicht. Das Einzige, was ich schon am Anfang gesagt habe, was er tun kann, um uns ewigen Schaden zuzufügen, ist uns die Sünde zur Sünde zu verführen und uns von der Umkehr abzuhalten. Und das trennt uns von Gott. Und ich glaube, genau darauf zielt er ab. Und gerade auch in den Gemeinden, dass diese Reinigung oder diese Befreiung oder dieses Auflösen oder dieses Neuanfangen nie stattfinden kann. Da wird er alles mit Knüppel dagegen gehen und in die Füße rein, damit es ja nicht stattfinden kann, dieser Neuanfang. Ob das Neuanfang ist mit Menschen oder eben, wie gesagt, in der Gemeinde. Wie gesagt, der Feind will uns einfach von diesem Glauben zur Umkehr abhalten. Und ich glaube, das Einzige, was uns wirklich zum Gericht verdammen wird, ist die Sünde. Und die Sünde eben, die nicht vergeben worden ist. Wie ich schon gesagt habe. Es sind nicht Krankheiten, die wir leben. Es ist nicht Bedrängnis, die wir leben. Es ist nicht Verfolgung oder Einschüchterung, die wir leben. Es sind nicht Schreckensgespenster, Albträume, die der Feind uns hinlegen will. Der Teufel weiß das alles. Und darum konzentriert er sich auch nicht in erster Linie, Christen mit unheimlichen Erscheinungen Angst zu machen und da irgendwo was ganz Unheimliches zu tun, obwohl es da in der Welt genügend unheimliche Dinge gibt. Sondern er konzentriert sich darauf, Christen mit wertlosem Zank und bösen Gedanken zu verderben. Das ist sein Ding in der Gemeinde und auch in den Geschwistern gegenüber. Und in dieser Situation, wo wir schwach sind, da versucht der Feind uns wirklich da zu greifen, wo unser Glaube nicht fest ist, wo wir wanken, wo wir uns hinterfragen. Ja, da versucht er genau anzugreifen und Lügen zu streuen. Und darum sagt Petrus auch, drum widersteht fest im Glauben, im 1. Petrus 5,9. Und darum spricht auch Paulus von dem Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt, in Epheser 6,16. Wir würgen also den Angriff des Teufels, in welchen Dingen auch immer ich jetzt heute gesagt habe, entgegen, indem wir das stärken, was er am meisten zerstören will. Nämlich unseren Glauben, unser Vertrauen und die Beziehung zu Gott und zu den Geschwistern. Das ist sein Hauptziel, das kaputt zu machen. Und ich glaube auch, das gilt auch für deine und meine Beziehung zu Gott. Immer wieder aufs Neue. Und darum muss alles das, was ich jetzt heute gesagt habe, ans Licht. Und wenn die Predigt, das, was ich heute gesagt habe, dich auf etwas aufmerksam gemacht hat, das du klären solltest, mit ihm oder mit anderen Menschen, dann tu das heute, jetzt. Mach einen neuen Start in deinem Leben, so wie es Josef gemacht hat mit seinen Geschwistern, einen neuen Start in seinem Leben. Die Geschichte ist von Josef zeigt uns, dass Gott alle Macht hat, Gutes aus allem Schlechten entstehen zu lassen. Amen.